So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Just Knight, King. Just King. Knight oder Ritter ist hier nicht der... Ja, Ritter, ist ja egal. Ist ein Indie-Game, Early Access seit, ich glaube, Juni diesen Jahres, hopefully. Yes, Juli. Also Ende Juli, ist noch nicht lange draußen. Ist so ein, ja, Action-Auto-Attacker mit Roguelike oder Roguelite-Elementen, sagt die Steam-Page. Ich würde sagen, ich mache mal einen Tucken leiser. Und wir gehen einfach mal rein. Es gibt eine Demo kostenlos. Das heißt, wer da mal reinschnuppern will. Und das Game kostet 3 Euro noch was. Also nicht mal ein Döner nach Inflation. So, wir machen einfach mal ein New Game. Und gucken, was auf uns zukommt. Aha, gibt 3 Zonen. Wählen wir mal aus. Es ist leider noch nur auf Englisch. Aber mit meinem Oxford English soll das ja kein Problem sein, sind wir mal ehrlich. The beginning of our adventure. Deadly spores have taken over the land and its nanas. Beware the Feldruids, deadly Scyth Digger. Ach so. I'm allergic to spores, Digga. Naja. Also. Es läuft folgendermaßen ab. Man hat wohl so Begleiter. Pick your first hero. Und man fängt mit einem an. Imp. Wizard. Hoplite. So. Und die haben natürlich auch Fähigkeiten. Ich muss die Mucke deutlich leiser machen. So. Die haben natürlich auch Fähigkeiten. Und Leben. Also Stats. Armor hat der sogar, der Hoplite. Good at dealing with high healthy enemies. Bad at dealing with lots of small enemies. Okay, also der ist eher so Single Target. Level 1. 3 tokens left. Hot hands. Hasty. Strategist. Rusher. Strategist. Digger. Der ist wohl so eine Art Tank. Der wirft Speere. Und ist gut in Close Range. Okay. Ich glaube, Hoplite klingt für mich am coolsten für einen Start. Einfach weil der Rüstung hat. Also ich gehe mal davon aus, der kriegt da einfach weniger Schaden. Viel Leben. Und... Ja, also ich habe das Gefühl... Hold Shift for more info. Ah, da steht jetzt auch genau, wie viel Schaden. Also alle 0,5 Sekunden greift er an. Melee. Nahkampf, da macht er 2 Schaden. Und alle 2 Sekunden wirft er einen Speer. Macht er 4 Schaden. Okay, der Wizard ballert alle 3 Sekunden ein 4 Damage Feuerball. Der hat aber einen Radius von 1,5. Das heißt, er macht AOE. Und der applied Burn. Ja, I take the Hoplit, I guess. Das ist so ein Speerkämpfer. Und mit Level 3 kriegen die dann auch nochmal ein fettes Upgrade. Your melee attacks apply Stance Breaker. Also eine Art Shield Break oder? Your range attack dealing additional damage. Okay. Ja, wir nehmen den. Komm, machen wir keine Wissenschaft draus. To Adventure. Hier stehen anscheinend unten die Level. Und anscheinend können sie Items haben. Play. What is this? Wir wählen einen... Ah, wir climben uns da durch. Das ist jeweils so eine Stage. Ähnlich wie bei Slay the Spire wahrscheinlich, ne? Daher kenne ich es vor allem. Ja, ich glaube für den Anfang... Das ist ja wirklich wie bei Slay the Spire hier. Da gibt es so Elite-Felder, Treasure. Aber auch alle sehr ähnlich. Wir kloppen uns mal hier einfach durch. Also, ne? Man klickt hier auf ein Feld und dann kommt man in Level. Und das Feld beschreibt das Level. Das hier ist jetzt ein normaler Kampf. Und da muss man 2 Wellen von Gegnern besiegen. Okay, mit der Maus, also mit WASD laufe ich rum und mit der Maus richte ich den Dude aus. Okay, und der König in der Mitte macht gar nichts. Mit Klicken passiert nichts. Okay, und wenn man eine Wave geschafft hat, healen die sich. Das ist ja lustig. Ich mache einfach schön auf Range. Guck mal, der hat auch mehr Range als die mit dem Speer. Ey, ab und zu heilt er sich. Geil. Geil. Jetzt haben wir 4 Gold bekommen. Ah, irgendwas in der Mitte.
irgendwas gelernt? Da war ich jetzt nicht schnell genug. Ah, der König heilt. Ja, ich hab... Okay. Okay, irgendwo... Der war MVP, aber das ist jetzt keine Erfahrungsleiste, ne? Nirgendwo. Okay. Also. Ah, lol, die Typen... ist halt wirklich wie beim Autobattler. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Charaktere habe, die Protagonist als Typ haben, das Lila, ne? Dann gibt's einen Buff. Gains Haste while near enemies, like a true hero. Okay, die sind dann schneller. Was macht ein Haste? Haste. 30% pro Gegner innerhalb von 5 Range. Aber 30%, was? Attack Speed oder Geschwindigkeit? Na, Haste ist einfach nur Geschwindigkeit. Das heißt, man kann wahrscheinlich gut positionieren. Und Tough? Increase the party's health. Was macht denn so vielleicht Frozen Enemies are stunned? Oh, Cold is good. Deep. Each hook deals. Okay. Okay, da kommen so Hooks. Frenzy klingt gut. Ne? Attack Speed. Hasty. Ah, hier steht, Haste helps your heroes attack and cast spells more often. Hä, und Hasty und Protagonist ist nochmal was anderes. Gives the party haste. Einmalig, okay. Heavenly. Gibt Rüstung. Heiße Hände, Digga. Rusher. Movement Speed. Okay, hier ist Movement Speed, das heißt, Haste gibt wirklich nur Attack Speed. Extra Gold. Shady Business. Strategist. Ich glaube, ich kann das nicht aussprechen. Vielleicht war es auch richtig. Okay. Gut. I guess wir gehen erstmal auf vier Dudes haben, oder? Oder Dudies hier. Shady Business. Gib mir Gold. Hier wären jetzt zwei. Aber ich habe nur vier Gold, ne? Oder? Ja, vier. Ja, Gold. Russia, da wäre mein zweiter Tough. Die Frage ist... Ach, plus ein Hero for next tier. Ja, dann machen wir das mal. Captain. Inspire your troops. Great leader with a dark past. Increasing party damage. Der bufft alle. 50% mehr Damage. Was ist das? The more. Track heroes and items here to sell them. Und wenn ich da einen Helden reinjage, kriege ich seine Synergy als Token. Oh, und einen Token kann ich oben reinknallen, wa? Dann hat der einen zusätzlichen Typen. Das ist ja cool. Okay. So, was haben wir hier für Gegenstände? Plus 1 Armor, mehr Leben. Ja, Armor ist doch nicht verkehrt, oder? Zack. Abfahrt. Jetzt gehen wir hier hin. Dahin. Der hat eine Axt. Oh, da kommen sie. Oh, gebufft. Ja, wie mache ich das am besten, ne? Also, wie richte ich die... Ah, okay, jetzt macht's Sinn. Guck mal, der kommt gar nicht zum Hitten, oder? Kann er nicht so zwischen die kommen? Dann greifen beide an? Ja, sehr gut. Gut. Oh, lol. Leveln die? Level 1. Ich locke den mal. Weil vielleicht... Also ich... Guck mal, der hat ja unten so... Slots. Oben ist für Items. Unten sind wahrscheinlich die Tokens. Da steht ja Level 1, 3 Tokens left. Das heißt, wenn ich... Ich könnte mir vorstellen, wenn ich den ja jetzt hier reinjage, dann kriege ich ja ein Gold, ein Protagonist-Token und ein Tough-Token. Ich weiß nicht, ob die leveln. Level 3 Marshall Switch. Ja, aber wie leveln die? Wisst ihr? Ich probiere mal, den nächste Runde zu kaufen. So, jetzt haben wir noch zwei Tacken.
50% Heal, wie nach jeder Runde oder was? 25% Damage. Das nehmen wir mal mit. Und Abfahrt. Wir machen mal Elite. 3 Waves of Strong Enemies. More Gold than Regular Combat. Achso. Ich bin immer eine zu früh. Zu schnell. So, die werfen jetzt beide Speere, ne? Das ist ja. Oh, das ist ein stärkerer. Guck mal, wenn wir davon mehrere haben, die die richtig wegspammen mit Speeren. Und die haben viel, viel Range, ne? Oh. Wir machen erstmal eine Gruppe richtig weg. Rushen. Zack. Dann wirf mal. Zack, 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 zack. Gibt's keine EP, ja? Ich hatte ja auch nach der ersten Runde irgendwas gelernt. Ich glaube, ich habe noch nicht alles entdeckt. Tokens? Drag these tokens to heroes of the same type to increase their level. Ja. Okay. Also, davon noch einer. Jetzt habe ich hier maximale Stufe. Das bedeutet, alle haben 20 mehr Leben. Krass, die hatten ja teilweise nur 20. So. Jetzt habe ich 4 Rusher. Schön. Der bufft. Das ist geil. Guck mal, ich verkaufe den jetzt, auch wenn der echt stark ist, weil der bufft ja die Leute. Aber ich will mal so einen Token. So, und jetzt hau ich das in den rein. Ach, der braucht 3 Tokens, um zu leveln, kann das sein? So, und dann hau ich mal... Jetzt habe ich den Bonus nicht mehr, ne? Vielleicht ein Protagonist? Hot Hands und Hasty? Aber der ballert Feuerbälle, komm. Abfahrt. 50% Heal. I don't know what this means. Was macht der denn? King. If the king dies, you lose. Der macht tatsächlich auch Damage, wenn sie nah rankommen. The king's presence, seine Gegenwart, ist so heftig, Digga, dass der kontinuierlich regelmäßig heilt, ja? Und der boostet Moral. Das heißt, der heilt um 1. Jetzt gebe ich dir mal Healing. Jetzt heilt er um 1,5. Crazy shit. Play. So, jetzt kommt Elite. Ich bin gespannt. Aber ich habe richtig viel Ranges. Die werden die alle wegspammen. So, die Gruppe als erstes. Oh, die haben auch Range. Okay, jetzt wird's aber hastig. Die explodieren, glaube ich. Den machen wir mal weg. So, schön seitlich, schön dodgen, schön. Oh, der Feuerball, der knattert aber gut rein. So, der König heilt ab und zu, das sieht man richtig. Schön. Schön. Okay, 3 Waves, das wird übel. Den bursten wir weg. Oh, der ist Berserker. Voila, oh Gott, der stirbt ja gar nicht. Warum nicht? Oh, die beiden sind am tankigsten. Ne, er hat am meisten Leben. Er ist tot. Oh! Heilen, schön. Wir stallen jetzt. Der König muss heilen. Da sieht man leider, da hätte ich gern so eine Leiste, die sich bewegt. Jetzt kommt die letzte Welle. Ich bin so am Arsch. Oh Gott. Ich bait ihn nach unten und jetzt gehe ich oben rum. Aber die haben ja alle Berserker, oder? Oh Gott. Oh Gott, den nach vorne. Ja, ist ein bisschen hakelig mit der Maus. 9 Gold. Worth. Feed me heroes. I'm gonna give you tokens. Ja, ist ja cool. Ah ja, wir haben Strategist. Dann hätten wir hier den zweiten. Mensch. Habe ich ja gar nicht gecheckt. Capture Points, hier. Oh, ah, krass, okay, die heilen. So, hier. Protagonist und Russia. Long Range with Friends. Archer fired 3 arrows really fast. Also ich glaube, ich hätte halt vorne gern, also ich hätte es gern so ausgerichtet, dass ich halt 2 Tanks habe und dahinter 2 richtig heftige Ranges. You know?
Die Frage ist, was ist ein Tank, ne? Was ist er? Also, Archer klingt sehr heftig. Wir holen uns den. Oder? Was macht denn der, wenn der Level 3 ist? Front or back ice, left or right fire. Oha, der knallt dann mit Eis durch die Gegend. Ja, scheiße. War das jetzt richtig? Rusher? Dann gebe ich dem noch einfach dem Protagonist, ne? Hat der hier einen Protagonist? Ich sehe gar nicht, was die haben. Gebe ich denen einfach irgendwas? Nee, Tatsache. Ist egal, glaube ich. Ich habe leider keine Bank. Ah, doch, hier? Nee. So, jetzt pass mal auf. Dritter Protagonist. Jetzt der Stufe 2. Ja, jetzt hat er 30 Leben und macht ein bisschen mehr Damage. Gut. Dann nehme ich mal einen Archer da rein. Jetzt reroll ich mal. Ach, ich habe gar nicht auf die Items geachtet. Egal. Captain. Genau, das ist der bufft. Zwei Captains sogar. Wobei ich noch nicht ganz verstanden, wie man jetzt am besten die Leute auch levelt und so. Keeping enemies occupied. Area damage. Achso, da ist der schlecht drin. Der beschwört einen Wolf. Ja, der kann ja gern tanken dann, oder? Der Wolf. Ah, mit Level 2 hat er einen neuen Item-Slot. Cool. Ja, Haste ist auch krass, ne? Dann ist der Attack-Speed höher. Okay. Pass mal auf. Schwierig. Ich könnte den hier verkaufen, um den auch weiter zu buffen. Da habe ich Slot frei, da könnte ich dann den hier reintun als Tank. Ich glaube, ich bin sehr anfällig. Die haben halt alle nicht so viel Leben. Höchstens die Hopliten. Ja gut, die haben halt Armor, ne? Also eigentlich sind das schon die Tanks. Die haben halt Armor. Der hat keine Armor und wenig Leben. Ja, ich rerolle mal. Shady Business, Rusher, Critical Hit. Der geht unsichtbar und macht dann zehnfachen Damage. Alles klar. Hier haben wir noch einen Archer. Und Berserker. Digga. Der macht Damage. Wenn er 15 Damage bekommen hat, wird er unbesiegbar und kriegt richtig viel Haste. And leaves the party to whack Nanas for a while. An Nanas sind diese gegnerischen Viecher, ja? Und dann hielt er sich und kommt wieder. Krass, der rastet einfach völlig aus. Gut, dann haben wir den jetzt in die Pfanne. Holen uns den. Geben dem Armor. Ne, wir wollen ja, dass der low geht eigentlich, ne? Wir geben dem Damage. Dem geben wir Armor. Dem geben wir auch... Okay, wir geben dem nochmal hier. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Shit. Also mit den Tokens habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, okay. Die Tokens ergänzen nicht die Typen. Also wenn ich jetzt hier auf den hier, Strategist und Rusher, einen Protagonist draufziehe, dann passiert nichts. Es geht sogar gar nicht, siehst du? Man kann die nur auf welche draufziehen, die halt einen der Typen haben. Und die leveln dann. Eine andere Auswirkung hat es gar nicht. So, das heißt, ich habe jetzt zwei Tough. Der ist... Ja, das sind doch drei. Eins. Zack. Jetzt ist der Stufe 3. Okay, jetzt ist er heftig. Ich finde schade, dass er sich optisch nicht ändert. Der macht jetzt quasi... Ja, der macht jetzt viel mehr Damage. Und wenn der Nahkampf macht, bekommt der Stance Breaker. Aber hier steht leider nicht beschrieben, was das ist. Auf jeden Fall bekommt die Fernkampfattacke mehr Schaden im Verhältnis zu den Stance Breaker Stacks. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Nochmal Elite. Ich hoffe, es stirbt keiner. Ah ne, erstmal kommt Fragezeichen. The Fungi Hut. What find an isolated hut taken over by Fungi? Yufan. What do you do? Break down the hut door to get a better look. Ja, dann triggert man locker ein paar Leute. Ach hier, er interagiert, oder was?
Kann ich die irgendwie anklicken? Ja. Ja, dann gucken wir mal aus dem Fenster. Start eating mushrooms. Ach so! Okay, der bricht jetzt einfach mal die Hütte ab. 5 Gold, 4 Tough Tokens. You knock down the door. You knock the door down with a single blow. But there doesn't seem. Okay. Also, ich glaube, dadurch, dass die Interaktionen noch so grün untermalt waren, hat man jetzt Tough Tokens bekommen. Und weil er von Typ Tough ist, hatte er diese Option. Gut. Jetzt haben wir richtig viele Tough Tokens. Aber er ist ja schon Max Level. Ist hier noch wer tough? Nee, ne? Das ist scheiße. Okay, hier ist ein Ritter. Der hat ja ultra viel Leben. Und der cleaved. Der macht AOE. Oh, was ist das? Ein Armor und die ganze Party bekommt auch ein Armor. Kriegt der König. So, jetzt haben wir hier einen Baden. Shady Business wäre schon geil. Wie viele Stacks brauche ich dafür? 2. Ja, komm, wir haben mit 2 Shady Business Boys, aber... Okay. Da muss ich auch mal drauf achten, wo ich eigentlich hin will, ne? Also ich glaube... Guck mal, increase the party's health. Das ist halt krass, die ganze Gruppe. Also nicht nur die beiden, die tough sind. Also den Ritter hätte ich schon echt gerne. Weil dann kann... Weil Frenzy, habe ich das Gefühl, ist eh ziemlich strong. Ja. Weil es gibt auch der ganzen Party Attack Speed. Ja, den muss ich. Den locke ich. Okay, Abfahrt. Jetzt kommen nochmal Elite. So, ich will den Berserker vorne haben. Oh Gott. Ach du Scheiße. Jetzt ist er ein Berserker und rastet völlig aus. Jetzt ist er gestorben. Oh mein Gott, die sind ja viel zu stark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber der Bogenschütze macht richtig Work. Oh Gott, wie soll man gegen die ankommen? Ja, schön. 2 sind weg. Oh nein. Das ist irgendwie ein Slowfield. Der König heilt. Okay, so geht's. Oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Wie soll man die Dicken denn machen? I mean, irgendwie geht's ja, ja? So, den da weg. Schön. Oh, die Dicken dürfen nicht rankommen. Das ist so heftig. Also der Feuerball, der knallt gut rein. Aber ja, mir fehlen auf jeden Fall Gruppenbuffs oder so. Die sind halt richtig langsam. Aber die haben halt ultra viel Armor. Guck mal an, wie viel... Aber auch wie viel Leben. Sehr heftig. Ich wollte den, der low ist, nochmal treffen. Boom. Einer ist tot. Vor allem, es kommen 3 Wellen. Ich werde das niemals überleben. Hat ja auch Roguelike-Elemente. Das heißt, ich glaube, es ist halt auch so auf Runs. Okay, ich muss irgendwie... Oh Gott, da kommt wieder. Okay. Einer ist tot. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das war's. Danach kommt noch eine Welle. Ich kann es sogar... Ich int mal rein. Ich int mal rein. Okay, was passiert jetzt? Try a new build, zone or change this time. Okay, also habe ich jetzt keine krasse Verbesserung oder so? Ich habe ein paar Items vom Run eben. Okay. Cool. Oh wait, did we have this stuff at the beginning last time? Ja, klar. Okay, cool. Ja gut. Dann probieren wir mal was anderes aus. Also ich muss sagen, sehr geiles Spielkonzept. Macht Bock. Der regeneriert out of combat. An ally or self. Oh my goodness. Nehmen wir. Den nehmen wir. Play. Ja, vielleicht nicht 2 Elite hintereinander. Der Weg sieht gut aus. So. Wer braucht Schläge? Du. Macht 5er Hits. Aber ist sehr langsam. Oh, hat sich gerade geheilt.
Wir können doch beide zuschlagen, oder? Der König kann doch auch mal was machen. Ja. Schön. Okay, nice. So. Jetzt Heavenly und Tough. Dann nehmen wir den Ritter jetzt. Geil, den wollte ich ja eh. Jetzt haben wir zwei Tough, die haben jetzt mehr Leben. 40 und 30. Cool. Jetzt habe ich nur einen Taler. Dann gebe ich dem einfach Armor. Ich glaube, Armor ist echt krass. Ich will unbedingt, dass der lebt. Play. Next. So. Die haben beide so richtige Minecraft-Schwerter, ne? Ist schon heftig. So, der klieft ja, der Ritter. Das heißt, der trifft echt beide, ey. Das ist ja ultra gut. Nice. Ey, wie der heilt. Das ist ja ultra cool. Der bleibt... Also, jetzt zwei Tufts. Die beiden bleiben safe in der Gruppe. Die beiden bleiben. So, und jetzt muss ich ja mal gucken, welche Typen haben die noch? Francy und Heavenly. Das heißt, die will ich. Francy und Hasty. Klingt gut. Das ist der Berserker, der ausrastet. Ja, vielleicht ist der in Kombination mit Healer gut. Aber ich hätte hier auch noch einen, der Hasty ist. Ne, Hasty habe ich hier gar nicht. Ne, ja, Francy, genau. Ja, nehmen wir. Habe ich noch zwei Taler. 52% Haste. Haste war... Ja. Attack Speed. Ja, warte mal, wenn ich das unspellt, wenn ich das dem gebe, dann hielt er viel häufiger, oder? Guck mal, alle 4 Sekunden, wenn ich dem das jetzt gebe. Ei. Armor kriegt er. So, wenn ich dem jetzt das gebe, heilt er alle 2,6 Sekunden. Alter! Das ist ja geil! So, dem gebe ich mal mehr. Ach, geht ja gar nicht. Gut, play. So, danach ist Ackermatch. So, ich will, dass der Berserker richtig Rampage geht. Oh, jetzt geht der Rampage. Oh, der prügelt richtig auseinander. Ey, ich gebe dem nur Damage-Items. Und jetzt ist er wieder da. Okay, also er, wenn er 15 Schaden kassiert... Guck mal, wie oft der jetzt heilt. Ist ja ultra gut. Aha, diese kleinen Schweinehunde hier. Also wenn er 15 Schaden kriegt, geht der Rampage. Und irgendwann... Und ist unbesiegbar in dem Zeitrahmen. Und dann irgendwann heilt er sich um 6 und kommt wieder. Was haben wir hier? Hasty und Shady Business. Gut, theoretisch kann ich den zweiten Haste nehmen, weil... Zwei Haste gibt der ganzen Party Attack Speed. Was macht denn der? Throws collectible notes around randomly. Allies receive harmony and enemies receive discord. Der schmeißt Heals rum. Und die Gegner kriegen Damage und werden geslowed. Und als Level 3 hat er Mosh Pitch. Okay. Wir nehmen einmal den. Wir verkaufen einmal den. So. Und der hier, den will ich leveln. So, jetzt haben wir noch Items. Der hier kriegt Max Life. Nee, dem will ich ja eigentlich eher Damage geben. So, und Armor nehme ich mal mit. Der hat das schon einmal, oder wie? Der kann ich ja neu umverteilen dann, oder? So, Play. Elite, jetzt geht's ab. Okay, also die Noten machen Damage oder was? I don't get it. Jetzt der Berserker. Der kloppt ja alles um. Woll! Heftige Scheiße. Ja, die Noten liegen hier so rum. Und da muss ich drüber gehen. Da muss ich drüber gehen. Dann kriegen die Attack Speed und Heal. Und wenn Gegner drüber gehen, werden die geslowed. Ja, der macht jetzt alle alleine. Oh mein Gott. Was da? Was ist das denn? A, S, was? Was ist das? So, der soll mal Rampage gehen, oder? Oh, oh, oh. Ja, wir heilen erstmal, ja? Schön. Der krittet aber mal richtig rein. Geil! Ich muss sagen, ist ein bisschen annoying, diesen... Also, ich mache mal die Mucke dann lieber aus, wenn der jetzt auch die ganze Zeit rumklimpert. So.
Oder ich mache die einfach so ein bisschen, dass man ein bisschen Noise im Background hat. Ja, so. Okay. Geil. Amboss. Gain 5 Block. Blocks all damage, then loses one charge. Okay. Den nehme ich mal mit. Ja, nehme ich auf jeden Fall mal mit. So. Jetzt hauen wir den Baden, glaube ich. Warte mal, den wollen wir leveln. Heavenly und Tough. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall mal den Baden mit. Und rerollen einmal. Oh, das sieht auch nach einem Healer aus. So, jetzt kriegt er hier einen Hasty. Und er kriegt einen Shady Business, oder? Was haben wir denn hier? The Best Healer. Heavenly und Hasty ist ja ideal. Dann kriege ich Heavenly auf 2 und Hasty. Du musst reinhauen. Dein Geklimper hat mich eh abgefuckt, jetzt kann ich es ja sagen. So. Oh, nochmal Berserker. Oh, muss ich locken. Lock and loaded, Digga. Jetzt habe ich einen zu wenig. Oh, shit. Nee, ich habe ja 4 Gold. Ich habe gerade hier drauf geguckt. All good. So, pass auf. Jetzt habe ich 2 Heavenly. Das heißt, alle kriegen eine Rüstung und 35% Damage. Und das ist ein Buff. Heals. Ach, heilt auch. Hä? Ja, aber in welchem Tick, in welcher Tickrate? Das steht da nicht. Wann? Gut, egal. So, alle haben jetzt 25% mehr Attack Speed. Jeder gegnerische Kill gibt der ganzen Party 20% Attack Speed und 10%. Ne, 20% Damage und 10% Movement Speed. Und das kann 5-mal stacken. Das auf dem Berserker, wenn der Rampage geht. Und Tough gibt allen mehr Leben. So. Geil. Dann geben wir ihm jetzt den Amboss, damit er nicht stirbt. Bin ich early. Und dem geben wir nochmal ein Armor. So. Passt, oder? Ich würde schon den Berserker gerne behalten, dass er halt safe eine Stufe hochkommt. Ja. Habe ich hier noch einen Item-Slot frei? Nö. Dann gehen wir mal rein. Was haben wir jetzt? Normaler Combat. Easy. So. Ach, der schießt auch ein bisschen. Oh Gott, warum drehen die sich denn so schnell? Okay, du haust den jetzt auf die Fresse. Ist okay. Guck dir das an, Alter. Das ist heftig. Und der Heil... Ich habe mir jetzt gar nicht den Effekt vom anderen Healer angeguckt. So, der Ritter tankt da richtig schön. Der Berserker macht Work. Genau, ab und zu haut der andere Healer auch mal drauf. So, geil. So, was sind die Effekte von dem? Der belebt wieder, wenn er Level 3 ist. Krass. Aber erstmal alle 4 Sekunden 4 Heal. Der kann sich aber nicht selber healen. Okay. Ah, ich habe gelockt und dann kommen andere noch dazu. Geil. Also, du wirst verkauft. Und dann gebe ich dir jetzt Frenzy und Haste. Kann ich die Tokens verkaufen? Nee. Der ist jetzt Stufe 2. Dann hat er schon mal bessere Stats. So, aber Stufe 3 rastet der aus. So. Und dir gebe ich jetzt noch einen Tough. Dann bist du auch Stufe 2. Und ich habe ja 2 Frenzy. Ja, ich glaube, ich will den Berserker Stufe 3 haben. ASAP. So. Oh, perfekt. Hä, das ist ja perfekt. Habe ich so viel Luck gesoffen? Stufe 3. Jetzt? Was passiert jetzt? Ja, okay. Jetzt heilt er einfach noch mehr. Ah, nee, der neue Effekt ist, alle 5 Sekunden, wenn er verletzt wird, fügt er 5 Schaden allen Gegnern zu im Radius von 1,5. Ja, das ist richtig nice, wenn er richtig hem geht. Oh, 75% Heal.
Lock. Ja, das muss ich eh alles locken. So. Ich hätte gern Sachen, die Damage machen. You know? Na gut. Play. Was haben wir denn jetzt? Normalen Combat. Gut. Es ist ein bisschen awkward mit der Maus, aber wir kriegen das hin. Ist halt geil, auch dass der Ritter tief. Jetzt gibt's auf die Fresse. Dann machen wir die da oben. Und wir supporten ihn ja auch. So, kommen wir wieder in die Gruppe. Komm in die Gruppe. Leute, der hat. Der zählt ja richtig lang an. Aber jetzt kann er 10 Sekunden lang nicht enragen. Und dem Ritter auch richtig Damage geben, ist, glaube ich, auch richtig krass. Einfach nur, weil er cleave. Ich bin early. Ey, die Heals sind halt insane. Mich kann nix killen. So. Den jetzt Stufe 3. Aber das muss ich nehmen. Bessere Heals. Ja. Der heilt jetzt. Was heilt denn der jetzt? Der heilt jetzt 7. 7 Heal alle 2,6 Sekunden. So, ihm mehr Leben wäre auch geil. Aber wir holen uns jetzt erstmal. Ja, den Paladin bringen wir jetzt auf Stufe 3. Geil. Geil. Was macht er jetzt? Divine Smite brings down Holy Wrath, dealing 17,5 Damage. AOE. Holy shit. Damage scales with damage and heal. Ja, also ich glaube, das eine Symbol hinter dem Schwert, ganz, ganz klein. Ich zeige euch das mal. Also ich rede von diesem Symbol hier. Das, ich glaube, das steht für Heal. Weil hier oben ist es auch, oder? Das heißt, das macht AOE Damage und auch Heal, wenn ich drin stehe. Ja, also wenn ich in Gegner, glaube ich. Und wenn ich dem jetzt Damage und Heal-Items gebe, zum Beispiel hier, 25% hier, wenn ich das jetzt rausnehme, dann macht der nur 10 Damage. Holy shit! Krass! Okay. Jetzt würde ich gerne den Knight hochbringen. Hier haben wir noch Heavenly und Hasty. Jo. Ich könnte dem Knight eigentlich das geben, weil der steht ja eh mal vorne. Geil. Treasure. You found a valuable chest with some treasure. Go ahead, open it. 4 Gold. Granitplatte, Digga. 5 Armor. Okay, das ist jetzt ein legendärer Gegenstand. On hit. Apply 25% slow. Was ist das? Pocket Cleric. Hä? Pocket Cleric? Wie jetzt? He does get a cut in every cell, so cute. Clutch Healing. When reduced to 0, heal self 100. Das heißt, das mache ich auf einen drauf und wenn er stirbt, wird er mit 100% Leben wiederbelebt. Ja, auf dem Berserker, aber ganz zackig. So, und das Ding will ich auch. Das auf dem Ritter. Dann macht der AOE Cleave und slowt alles vor sich. Das ist ja krass. Rein. Komm bitte. So. Oh, der hat jetzt ein goldenes Schwert. Auch geil, ne? So, die mache ich jetzt instant weg. Oh, das war der AOE-Smart. Wir unterstützen ihn. Oh Gott. Mach den AOE-Dings. Komm wieder in die Gruppe, bitte. Oh, das war der Smiten. Das war ein Crit. Was ist das Symbol? Oh, der klimpert. Die haben Baden. Berserker, mach mal mit. Oh ja, cleave die weg. Schön. Oh, nicht in die Noten, Freunde. Boah, das war der Smite. Heftig. 25%, 75% Damage.
Oh mein Gott. Also entweder wir hauen das auf den Berserker oder wir hauen das auf den Paladin. Wir hauen das auf den Berserker. Nehmen ihm das Rüstungsding. Das Rüstungsding kriegt der Paladin. Kann ich das irgendwie kombinieren oder verkaufen? Ja, es gibt ein Gold. Okay. Ja, der muss halt ein Level hoch jetzt kommen. Frenzy und Tough. Dann rerollen wir mal. Oh Gott. One-Hit, 25% Chance. Blitz auf 4 Targets. Alter, Digga. Also du wirst richtig reingezählt. Und der Blitz, wenn man da jemand, also das auf dem Berserker, der hat ja richtig Attack Speed. Weiter geht's. Fragezeichen. Wir gehen mal rechts rum. So. Das ist ja wieder das Gleiche. Ja, der Berserker soll mal Sachen machen, oder? Nee, wir lassen den kleinen Healer Sachen machen. 5 Gold, 4 Heavenly Tokens. Ich hätte den Ritter Sachen machen lassen sollen. So, jetzt ist er auch Stufe 3. Jetzt. Holy Wack. Wacks an Enemy. Stunt. Junge, der heilt, Fernkampfschaden, kann wiederbeleben, einmal pro Wave und stunt alle 3 Sekunden. Aber das ist ein Melee-Ding. Ja, ist ja aber auch richtig gut, um rauszukommen. Ich mach das mal, oder? Ich mach das mal so. Okay, wir locken das. Oh, da. Oh, toll! Frenzy und Tough. Ärgerlich. Ah, hier, Tough. So, dann gebe ich dem das jetzt doch. Zack. Und das locke ich. Ah, okay. Haben wir das mal auch ausprobiert? Ich habe gerade, ne, ob man gelockt dann rerollen kann und die gelockt sind, also dass dann nur neu dazukommen. On-Hit Heal Self. On-Hit Deal 3 around your target. Gott, hier kommen nur noch krasse Scheiße. Abfahrt, rein. Combat. Oh, jetzt habe ich die Mitte genommen. Na, egal. So, wir machen erstmal die Gruppe. So, der klieft da richtig in die Group rein. Oh Gott. Der ist ja so krass. Der ist ja so krass. Junge, wenn der Paladin mal nah rankommt, dann wird auch richtig geböllert. So, wir probieren mal, Paladin. Hast du Bock? Mach mal deinen Holy Wrath. Nee? Na gut. Ja, jetzt eh Ende, Leute. Ciao. Krass. Sick. Sick. Das kommt auf ihn. Yeah. Alle 13 Sekunden. 25 Damage. So. Und ein bisschen AOE Damage. Zack. Das brauche ich nicht. Ich habe. Nee, brauche ich wirklich nicht. Ich habe ja einen Healer. Der sollte mal lieber selber hochheilen. Also der Berserker ist komplett busted now. On hit, kill any target. Okay, Cleave. 35 Leben. So, und der hier, wenn der Level up kommt, dann kriegt er noch mehr Block. Solange kriegt das er hier. Einfach for the safetyness. Was war das nochmal? Heilt sich selber. Nee. Doch. Das ist ja ultra gut für den Berserker. Na gut. Auf den König auch nicht schlecht. So. Elite. Ach, könnte ich jetzt auch rechts? Ich kann mir jetzt aussuchen. Ich muss gar nicht in der Bahn bleiben. Hä? Oh shit.
Oh Gott! Der macht ja jetzt richtig AOE-Damage! Oh mein Gott! Ne, ich habe ja jetzt das Item, dass er seinem Ziel... Jawoll, hau halt zu. Oh Gott! Der... Die Targets um ihn herum kriegen auch nochmal Damage, wenn er... What? Und die anderen healen den einfach nur hoch. Komplett busted. ...32 AOE Damage und er healt um 16 alle 2 Sekunden. Oh! Ach, das skaliert das Item. Der Wert auf dem Item skaliert. Dadurch, dass ich... On-Hit Self-Heal wechseln mit 150% Attack Speed. I guess. Ja. Tough. Hasty. Tough. Oh mein Gott. Also, Self-Heal On-Hit ist schon nice. Aber jetzt macht er halt nochmal viel mehr Damage. Und jetzt kommt der Boss. 3 Waves. Ich hoffe, Berserker, du bist bereit. Ich will, dass du klatschst. Schön. Der wurde weggesmited einfach. So, jetzt alle full life, by the way. Ja, ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt hier ein bisschen AOE. Räuber mal ein bisschen rein. Wo ist der Berserker? Da. Drehen, Leute. Weg mit euch. So, der Berserker kann doch wieder, oder? Oh, was ist das? Okay. Raus hier. Okay, nur der Ritter kriegt's ab. Ist okay. Unten ist die Lebensleiste. Der kann mich nicht töten. Ich bleibe einfach drin. Alle hauen jetzt drauf. Okay, ist schon viel Damage. Okay, umso näher man dran ist, umso mehr Schaden kriegt man, glaube ich. So, healt euch erstmal. Schön. Aber der Slow ist halt fies, ne? Ja, ist okay, wenn der Ritter drin ist. So, ich gehe nach oben raus. Also das Ding ist, der kriegt einen halt nicht gekillt. Oh shit. Ist das schlimm? Nö, ne? Boah, Alter, der Knief. Auch geil, wirklich. Ey, mega geil. Das Game ist mega geil. Holy shit. Und das ist jetzt nur, also das war jetzt wirklich ein sehr spontaner Bild einfach nur. Ich bin ja nicht krass in der Materie drin oder sonst was, ne? Willst du mal dein Smite wieder machen? Da war er weg. Oh, 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 oh. Das war jetzt ein bisschen... Halt euch mal wieder, Boys. Alter, der Heal. Das ist so dumm. Der heilt um 16 alle 2,5 Sekunden. Ah, der bleibt doch an Gegnern so hängen. Ja, das war's jetzt. Ciao. Challenge completed. Ach ho. Ja, irgendwie die New Zone unlocked. Okay. Continue. Zone 2. Aber ich könnte jetzt auch eine Challenge machen. Okay. Ja, next. Okay. Ich behalte die Items, die auf ihm drauf sind. Und ich kann jetzt zwischen allen auswählen. Oh, nee, das sind neue. Cold und Hasty, Cold und Tough. Okay. Synergies. Ja, okay. Ja, Leute. Ich glaube, das war ein guter Run. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. 3,20 €? 3,29 €? Ihr könnt die Demo spielen. 3,29 €.
Ist ja ultra geil. Ey, geht und kauft das. Wirklich. Weniger als ein Döner. Tschüssi. Holt euch dazu einen Döner. Komm. Ja? Ciao.